Nee, jetzt habe ich aber auch zu viel gesehen. Mit einer Schaufel einfach beim Friseur, Alter. Wenn alle Friseure zu haben, einfach mit der Schaufel Haare schneiden. Warum nicht? Was geht ab, Leute? Willkommen zu dem befriedigendsten Video Part 6. Oh ja, Alter. Schaut auf jeden Fall noch die anderen Parts an. Die waren alle absolut übertrieben heftig. Und vergesst nicht, Leute, ihr müsst diese Videos unbedingt vom Schlafen hin angucken, weil dann wirken sie auch am besten. Dann werdet ihr halt richtig euch komplett angenehm fühlen. Tut mir auf jeden Fall den Gefallen und verprügelt den Like-Button. Wir haben in den letzten Episoden fast immer 20.000 Likes geschafft. Deswegen lasst uns heute mal auch dasselbe tun. Und Leute, denkt dran, haut auf den Abo-Button. Unten muss ein roter Knopf sein. Macht den grau. Ich gebe euch jetzt auch ganz kurz 2 Sekunden Zeit. Vielen, vielen Dank fürs Abo-Button drücken, Leute. Dadurch habt ihr jetzt einfach mal eben 10 Jahre mehr Glück bekommen. Ja, ganz einfach, so leicht geht's. Aber natürlich auch nur, wenn man drauf gedrückt hat. Der fängt hier einfach mal an, oha, so diese Schüsseln für Hunde und für Katzen so zu stapeln. Und ich weiß nicht, ob das Video rückwärts abgespielt wurde, aber es sieht so heftig angenehm aus. Genauso wie dieser Honigzapfen oder so. Und jetzt hier das letzte Puzzlestück rein, ist immer dieses ganz andere heftige Gefühl. Oh mein Gott, und er hat so einen riesen Globus gemacht. Das ist ja alles voller Fett, Mann. Und der macht es da perfekt sauber. Sieht halt so heftig angenehm aus. Oh mein Gott. Das waren diese Froschlarven, glaube ich, oder? Und hier mit der Sackkarre kann er perfekt Treppen hochgehen. Das ist ja so die beste Erfindung. Genauso wie dieser Schleim eine gute Erfindung ist. Damit könnt ihr auf jeden Fall den ganzen Dreck aus eurem Auto wegbekommen. Und auch allgemein Tastaturen und alles mögliche kann man auch benutzen dafür. Oh, und der macht hier einfach per Hand das perfekte Muster drauf, ne? Mit den perfekten Abständen, Leute. Ey, sieht halt so nice aus. Und wer will auch gern mal so eine Rutsche, bei so einer Rutsche quasi mitfahren? Ey, das ist ja mitten auch in den Gebirgen, Alter. Was? Auf dem werden einfach Äxte geworfen? Oha, das hier ist einfach mal die größte Schaukel der Welt. Ey, das dauert doch bestimmt Jahre, bis man erstmal auf dieses Tempo gekommen ist. Und hier auch die Kartoffeln. Ey, das ist der perfekte Kartoffelschneider, Mann. So einen brauche ich unbedingt für zu Hause. Mache ich immer frische Pommes frites, ey. Jetzt hier. Hier werden quasi, das wird alles so umgewirbelt damit perfekt. Oha. Und der übertreibt auf jeden Fall hier richtig, Alter. Der ist jetzt übertrieben schnell am Schneiden. Alles sofort weg. Und der hier genauso. Ist das hier eine Unterhose, die er da schneidet oder was? Ich weiß gar nicht. Was soll das sein, Leute? Sind gefühlt einfach nur so Fetzen. Was ist denn das bitte für eine Eiscreme oder für eine Sahne? Oh. Ey, das sieht voll lustig aus. Da würde ich auch mal gern mitmachen. Einfach mich nochmal darauf stellen. Ihr seht ja sogar, da sind die Schuhe angebunden. Da kann eigentlich gar nichts passieren. Oh. Und er muss gucken, dass er das auffängt, ne? Ey, der hat auf jeden Fall heftige Reflexe, Mann. Oh, und jeder kennt das hier, Leute. Oh ja. Wenn ihr auf diesen Schlamm da rumspringen. Es sieht wie immer so heftig angenehm aus. Auch hier, kleiner Karate-Kid. Bam, 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 bam. Hier, Alter, oh mein Gott, Alter. Roundhouse kickt noch hinterher. Der ist ja voll heftig am Start, Mann. Der sollte mal hier den neuen Karate-Kid spielen. Und so werden quasi Kuscheltiere gestopft, oder was? Ah, Leute, guckt ihr das mal an. So entspannt werden die einfach gestopft. Das habe ich auch vorher noch nie gesehen. Und auch hier die Blume. Die erweitert sich einfach. Sind wir hier in einem alternativen Universum, oder? Was geht hier bitte schon ab, ey? Das sind ja wieder diese typischen Sachen aus Japan, ne? Und hier wird auch wieder das perfekt durchgehauen, ne? Das ist wirklich der heftigste Hund, den ich jemals gesehen habe, Alter. Wie springt der bitte schön so hoch? Er hat zwar nicht den Ball genau bekommen, aber der ist da gefühlt 10 Meter hochgesprungen, Alter. Auch hier, wie, Alter, der einfach jetzt so ein schwarzes Ei gemacht, Leute. Und hier, der Schnee schmilzt, er löst sich langsam von den Dächern. Das sieht aus, als würde man in Minecraft einfach Gravel abbauen. Alter, guck dir das mal an, Mann. Das sieht immer so nice aus, wenn Schnee von den Dächern runterfällt. Schade, dass wir dieses Jahr nicht wirklich viel Schnee hatten, muss ich sagen. Ich freue mich eigentlich immer auf Schnee. Klar, es kann auch nervig sein, aber sonst. So kann man natürlich auch mal eben seine Stirn verstecken, Leute. Und im perfekten Rhythmus machen die das hier, ne? Ein falscher Sprung und die Kniescheiben sind vorbei, Leute. Dann war es mit den Kniescheiben. Oha!
Das ist ein richtiger Lifehack. So kann man einfach die Sachen perfekt sauber machen und das sieht auch wirklich heftig angenehm aus, ne? Und hier springt die einfach in so einen kompletten Schneehaufen rein und auch hier der schnellste Hund der Welt im Slalom. Ey, man könnte auch denken, kurzzeitig sind zwei Hunde, die einfach nur nebeneinander vorbeilaufen. Auch nochmal in diese Richtung. Ey, wie krank sieht das bitte schon aus, Mann? Der Hund muss ein richtig heftiges Leckerli am anderen Ende haben, dass er da so durchsprintet. Ah, und so werden also quasi die ganzen Pakete zugemacht, ne? Ah, clever, Freunde, clever. Und hier ist das jetzt... Nein. Oh mein Gott, Alter. Die macht einfach Eiskunst. Aber auf die andere Eiskunstweise. Oh, und hier wird perfekt das Dach oder sonst was da gestrichen. Na, guck mal, wie rostig und so das aussieht und dann wie schön das einfach neu aussieht. Sieht halt so heftig angenehm aus. Und auch hier werden die ganzen Tüten perfekt verpackt, ey. Abgeschnitten und direkt schon zugeschweißt. Was kommt denn da für eine Paste raus? Was ist denn das hier am Start? Auf jeden Fall voll heiß. Und so kann man auf jeden Fall auch die Muster malen. Ist ja alles voll gefaked, Leute. Ey, das ist ja... Das gibt eine voll komplett neue Lebensansicht. Und oha, wie tief geht das da bitte schon runter? Man hat den Ziegelstein nicht mehr gesehen, der ist einfach weg. Bisschen Hüfte schwingen oder was hier? Bäm, bäm, bäm. Und die sind ja übel heftig am Hüfte schwingen. Muss man auch erstmal schaffen. Ja, und das ist auf jeden Fall hier einer der ersten Roboter, die am Start sind und einfach laufen können. Was packt er da bitte schon in die Pfanne rein, Leute? Auf jeden Fall ein Ei, das sieht man. Aber ey, was geht denn bei der Pfanne ab? Als wäre die voller Eis, Alter. Guck mal, wie das da rumschleudert, Mann. Hauptsache, das Eigelb bleibt auch noch da drin. So kann man natürlich auch perfekt den Rasen abrollen, ne? Ey, das, so kann man halt mal sehen, wie der Kunstrasen abgerollt wird. Und die nimmt einfach Schaum oder so in den Mund, ja. Und das macht die einfach Luftblasen. Einfach selber. Hä, das ist ja mal voll geil, Alter. WTF, habt ihr sowas schon mal gesehen? So eine Rolltreppe für einen Einkaufswagen einfach. Guck mal, da kann man die Rolltreppe hochgehen mit dem Einkaufswagen. Sieht ja mal voll heftig aus. Ey, das ist so ein Teil, was quasi die Logos perfekt imitiert, ne? Oh, da kannst du ja auch an die Ecken und so perfekt rangehen. Was ist das, Alter? Das sieht ja so heftig aus. Ich will es noch an mehr Sachen sehen. Ja, hier an was Rundem. Oh mein Gott. Kannst du ja perfekt abmessen, Alter. Huh? Das sind ganz, ganz kleine Scheiben. Aber dabei sind es einfach so... Was ist das, Alter? Sind das Brötchen? Ey, die sehen echt so... da würde ich einfach gerade so gerne reinbeißen, ne? Ah, bitte. Und die pflücken mal übel schnell hier irgendwelche Sachen. Und ich dachte, das wird immer so liebevoll eingepflanzt. Nein, bram, voll im Boden rein, Leute. Ja, das kann man auch mal machen. Den Luftballon mit der Sonnenbrille einfach zerplatzen lassen. Oh, so machen die halt also einfach die Betonböden am Ende einfach glatt. Als wäre das einfach ein nasser Boden und man macht den mit so einem Wischer das einfach weg. Oh, was ist denn das für eine dünne Schicht da drauf? Was wird das, Leute? Wenn das Chips oder so? Oh. Ist immer übel der heftige Ort da vorne. Und hier so ein riesiger Eisball. Hä? Der wächst halt auch noch, weil da einfach noch Wasser drauf gemacht wird. Oh, und der wird ja auch noch perfekt. Oh mein Gott, der wird richtig abgeschliffen. Kein Wunder, dass der so rund ist, Leute. Nee, jetzt habe ich aber auch zu viel gesehen. Mit einer Schaufel einfach beim Friseur, Alter. Wenn alle Friseure zu haben, einfach mit der Schaufel Haare schneiden. Warum nicht? Wie er perfekt was da abschneidet, ey. Holy Macaroni, Freunde. Und hier, ey, und dann, oh mein Gott, ein ganz neues Bild geworden. Oh, und das habe ich auch schon mal gesehen, sowas. Einmal mit so einem heißen Ball in Styropor rein, dann kannst du perfekte Löcher reinmachen. Uiuiui, und jetzt hier ist er unterwegs mit seinem Bicycle. Und, landet er gut oder bricht er sich irgendwas? Nee, er landet gut. Das, muss man auf jeden Fall nicht nachvollziehen können. Aber hier auch die Katzen, Alter. Jeder von den Katzen hat einen eigenen Spot, ne? Und jeder Spot wird auch noch gefüllt. Und jetzt hier umdrehen und das wären dann so perfekt. Was sind das, Alter? Sind das so Kuchen oder was? Boah, warum müssen immer Essen Sachen kommen, wenn ich Hunger habe, Leute? Kann auch nicht angehen. Und ist das jetzt hier noch Mango oder was? Oder Ananas? Ne, sieht mir schon ein bisschen aus nach Mango. Und hier die Gläser werden einmal perfekt gefüllt. Bis oben hin. Aber halt auch nicht weiter, ne? Das ist das Ding. Ey, so heftig angenehm. Oh, das habe ich sogar schon früher mal live gesehen, als von meinem Skateboard das Grip-Tape so abgeschnitten wurde, ne?
Ey, das sieht immer so heftig angenehm aus, wenn du es am Board direkt dran hast. Und dann hast du, zack, wenn du es abhast, boom, das perfekte Grip-Tape am Start. Einfach so. Das soll es aber auf jeden Fall von dieser Episode gewesen sein. Part 6 ist jetzt vorbei. Wenn ihr Part 7 sehen wollt, haut auf jeden Fall auf den Like-Button und auf den Abo-Button, Freunde. Und checkt auf jeden Fall hier noch dieses Video aus. Einfach draufklicken. Kommt ihr zu dem Video. Ich würde es machen, wenn ich du wäre, weil sieht eigentlich ganz nice aus, oder? Also, ich finde es ganz geil. Checkt auf jeden Fall noch die anderen Parts aus und, ja, haut rein.